Ende 2010 war die Existenz des seit 1993 bestehenden offenen Freizeittreffs BAF schon einmal gefährdet, da das Jugendamt mit fadenscheiniger Begründung die Förderung für 2011 einstellen wollte. Dank des politischen Engagements aller demokratischen Stadtratfraktionen konnte die Schließung abgewendet werden. Ende 2011 das gleiche Spiel des Jugendamtes. Und dies, obwohl der Etat für 2012 um 100.000 Euro aufgestockt worden ist. Ihr wart im Rathaus und habt euch, wie ich gehört habe, auch sehr, sehr gesittet und sehr ordentlich bei den Leuten beschwert. Ja, wir haben uns zusammengerissen. Schwer zusammengerissen, schöne Fotos verteilt. Ja, aber die meisten, waren übel unfreundlich, die immer so, entweder haben die gelogen, haben gesagt, die gehören zum Stadtrat, dann haben wir rausgefunden, die gehören doch dazu. Die Spastiker. Entschuldigung. Manche sind uns auch übel angegangen, so übel lustlos. Du darfst dann nicht machen. Ja. Nee, brauchst du nicht. Ja, oder nee, brauchst du nicht, gehört doch nicht dazu. Unfreundlich, okay, ist auch nicht. Ja, dann haben wir uns gefreut. Weil sie ist der Bach bleibt offen. Ja. Ja, weil, wie hieß, wer war denn das? Der Oberbürgermeister hat mal gesagt. Ja, und der hat dann irgendwie gesagt, dass war nie die Rede davon, dass er BAF spielen wird. Ja, es und gar keine Jugendamt mehr geschlossen werden. Dass das Jugendamt nicht zu entscheiden hat, ob wir dafür hier Geld bekommen, beziehungsweise dass der geschlossen wird. Ja. Das dürfen die nicht einfach so festlegen. Das ist das Jugendamt. So. Der meint ja auch so, ja, es sollen gar keine mehr geschlossen werden und nächsten Tag kriegen sie alle Gelder. Und dann kam er her. Und dann hieß es auf einmal, ja, gibt es keinen Chef mehr. Wann wird geschlossen fürs Erste? Das war dann im... Gestern hat es geheißen, also kam das Schreiben vom Jugendamt, dass... Nee, gestern wurde uns das gesagt. Also wurde uns das gesagt, dass das BAF geschlossen wird, weil vom Jugendamt kein Geld mehr kommt. Ja. Du hast vorhin auch kurz gemeint, also, dass du noch ein paar Worte dazu sagen wolltest. Ne? Ja, dass es halt kacke ist, dass manche sagen, ja, hier... Ist doch egal, ey. Es geht ein Tisch das an. Na, dass manche halt sagen, ja, Clubs werden geschlossen und manche regen sich dann auf, ja, dass die ganzen Kinder auf der Straße landen und was weiß ich jetzt, zum Beispiel Drogen nehmen oder Alkohol abhängig sind oder so. Und dann kommt sowas, ja, die sagen, ja, erst ist es, der bleibt offen und dann sagen sie, ja, der macht zu und dann wird er offen. Das sind die Jugendämter. Die sich aufregen, nur mal so nebenbei. Das ist mir egal. Ja, aber trotzdem. Für die Schule werden wir doch auch gezwungen. Ja, leider. Hm. Und da, wo, wenn wir mal jetzt hier was Ordentliches gefunden haben, wo keiner irgendwie Mist baut oder sonst was, soll es heißen, ja, der schließt. Und ich denke auch nicht, dass es irgendwie am Geld liegt, weil... Die haben Geld. Die haben genug Geld für... City-Tunnel, der Staat, das und das und das ist alles unnötiges Zeug, aber wenn es um die Jugend geht, drauf geschissen. Wollte ich auch gerade sagen. Das ist wirklich so. Vielleicht, dass man einfach wiederholt, dass es uns oft fällt, dass wir einfach seit 2 Jahren jedes Mal zum Jahreswechsel um den Erhalt des BAFs jedes Mal wieder aufs Neue kämpfen müssen und immer mit diesen selben stumpfen Messern einfach die Zugeständnisse der Politik, die uns da auch hilfreich zur Seite stellen sollten. Und das ist ja im Endeffekt momentan schon fast traditionell, dass wir hier stehen und dann sagen, Freunde. Dann gab es das letzte Mal die Zusage bei der letzten Aktion im Rathaus. Ja, genau. Dass also dann persönlich vom Herrn Bürgermeister zugesagt worden ist, dass es BAF bleibt. Mit mir gibt es keine Schließung. Worüber wir natürlich auch sehr, sehr angetan gewesen sind, weil wer hört nicht gern vom Oberhaupt, dass es sagt, Freunde, grünes Licht, es geht weiter. Das ist natürlich sehr erfreut gewesen zu dem Zeitpunkt. Und 14 Tage später... Umso größer ist die Enttäuschung in diesem Moment, dass man jetzt einfach da steht und sagt, ja, also was ist denn nun eigentlich so eine Aussage wert? Und gerade die Kids, die sich da jetzt auch massiv drüber gefreut haben, weil sie festgestellt haben, dass Demokratie funktionieren kann. Man hat es in der Schule theoretisch gelernt, praktisch kennengelernt und steht dann plötzlich nach 2-3 Wochen da und sagt, aber es ist ja dann doch nicht so, wie es halt erzählt worden ist. Und das versuchen wir auch immer wieder klar zu machen, dass man erstmal abwarten muss und vielleicht ergibt sich ja alles noch ins Positive. Aber ja, wir hängen in der Luft und da hängen wir halt nicht gern.